herzlich willkommen zu einer neuen Spielwoche, sag ich mal. Ja, ihr könnt jetzt sitzen bleiben. Ja, für die Donnerstagsversion an einem grünen Donnerstag, nicht wahr, kommt jetzt diese Folge hier raus. Und vielen Dank für eure lieben Einträge, Kommentare und Daumen. Ja, wir gucken nochmal, und zwar unter der Diebesgilde, die in der Liste noch immer ziemlich weit unten ist, was wir bis jetzt gebracht haben. Also, ich habe Wambo mitgeteilt, dass Nagor mich zu den Schmugglern geschickt hat. Ich habe Wambo mitgeteilt, dass ich die Blutkelche stehlen werde. Wambo will aber hierfür nicht die Verantwortung übernehmen, da er dann Ärger von den bestohlenen Bürgern befürchtet. Aber das Risiko muss ich eingehen, sonst komme ich nie an die Hintermänner der Diebesgilde auf die Spur. Und dann, ich habe Wayne die 6 Blutkelche übergeben. Er hat keinen weiteren Job für mich. Ich werde nun zu Nagor gehen und ihm mitteilen, dass ich die Aufgaben für die Schmuggler erledigt habe. Das mache ich aber noch nicht, weil ich bin hier noch nicht fertig. Deswegen frage ich Wayne nochmal, ob ich meine Belohnung kriege. Ich will meine Belohnung abholen. Aber sicher, was willst du haben? Ach ja, richtig. 5 Edelsteine, Wert 400, Gürtel der Gewandtheit, Wert 500, Ring der Lebendigkeit, 5 Elixiere der Heilung oder 500 Goldstücke. Goldstücke. Gib mir das Gold. Nur Bargeld ist okay. So, Wayne, dann haben wir erstmal von ihm Geld, Gold gekriegt. Gold, Geld. Speichern. Jubidubidub. So, wen haben wir denn hier noch alles? Ich glaube, die haben dann nichts mehr für mich. Das wäre natürlich. Ja, lass mich in Ruhe, ist klar. Jax. Was suchst du? Yep. Müller. Suchst du Ärger? Ja, das sind halt eben. Den Arnold. Was suchst du hier? Genau, richtig. Und bei Loro, ne? Haben wir auch nicht. So, was ist mit dem hier? Der ist irgendwie ulkig. Kann ich da mal vorbei? Hä? Moment. Geh zur Seite. Soll ich's in dich reinprügeln? Was? Weg da! Also das ist neu. Ich mach dich fertig. Oh. Aua! Ein Kampf! Die hauen sich den Schädel ein. Oh, ist der gut. Oh meine Güte! Ja. Ne, doch nicht so gut. Gar nicht so übel. So, Bart. Das alles mit nehmen. Nicht zu holen. Also ich bin darauf hingewiesen worden, natürlich vom Team, geh mal zum Bart hin und schau mal, was passiert. Das wusste ich natürlich. Aber dieses lass mich mal vorbei, das ist eine völlig neue Option. Oh Mann, mein Kopf. Dass jetzt eher das Kämpfen anfängt oder überhaupt ein NPC. Verdammt, meine armen Knochen! Dass überhaupt ein NPC das Kämpfen anfängt. Ja, ist das jetzt erledigt? Hey du! Na, wie geht's? Na, wie geht's? Lass mich in Ruhe! Noch was? Na, wie geht's? Lass mich in Ruhe! Okay. Ich wusste es. Du hast Bart umgehauen. Respekt. Ich hoffe aber, dass du dich nicht noch mit mehr Leuten prügeln wirst. Ansonsten gibt es gewaltigen Ärger. Das hast du mir bei Baloro auch gesagt. Mal gucken, haben die sich irgendwie geändert? Nee. Hey du! Alles klar. Darf ich jetzt abspeichern? Okay, die sind immer noch... So, Eddie, dem musste ich ja das Rezept wieder zurückgeben für die Banditenaxt. Und wenn ich das nicht habe, kann ich auch keine Axt mehr schmieden oder wie oder was. Alles müsste ich, klar? Müsste ich ihm ja, das... Ja, die Axt ist genauso wie... Okay, das kennen wir. Dann müsste ich ihm sozusagen das Rezept abluchsen. Aber das geht nur, wenn ich ihn umhaue. Probieren wir mal aus, ob ich... Moment. Womit denn? Ja, ich brauche Schmiedezeug. Hat er das jetzt gehabt oder was? Nee, hat er natürlich nicht gehabt. Schmied und verkauft kein Schmiedezeug. Na, muss ich mal anders mal probieren.
in einem anderen Ort. Gut, gehen wir mal runter. Gucken, was sich hier noch so geändert hat. Vielleicht sollte ich dann auch mal was essen und speichern. Ja, ein Apfelkompott hat mir wieder einen Stärkepunkt gegeben. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie die drauf sind. Und wie sieht es aus? Und? Wie soll es schon aussehen? Jetzt muss ich mir eine andere Einnahme geben. Ja, okay, kennen wir. Immer nochmal neu gucken. Ruhe, haben wir auch. Krüger. Ich glaube, hier gibt es nichts Neues. Hey, du. Bei Joschen auch nicht mehr. Das ist okay. Bleiberwabal. Hier, beziehungsweise... Hey. Rivers noch was? Ah, er hat was. Lass uns... Ja. 21 rohende Stahl. Aha. Okay, dann machen wir 2 Stück. Kaufen wir dann mal. Und verkaufen ihm dann mal hier diesen plumper Quatsch. Einfach mal nur so. Und ich bin neugierig, ob ich hoch oben das nochmal die Banditenaxt ohne das Rezept, weil ich habe das ja dem Eddie wieder zurückgegeben. Nochmal schmieden kann, denn die Frage war nämlich bei mir im YouTube-Kanal, man könnte versuchen. Okay, das heißt, die müssen wir erstmal glühend machen. Okay. Einmal. Jetzt der zweite Losstahl. Losstahl. Quatsch. Zap. So, und schnell wieder aus dem Dings packen und gucken, was ich schmieden kann. Gewöhnliche. Also, Pfeilspitzen schmieden, Bolzen schmieden, Banditenaxt schmieden. Geht doch wohl, oder? Tatsache. Die leichte Banditenaxt. Aha. Ich klicke da drauf, aber nichts passiert. Also geht das nicht. Es ist zwar aufgeführt, aber es geht nicht. Ich schätze mal wirklich, weil Eddie noch das Rezept hat. Ich habe die Banditenaxt ja durchgelesen. Gucken wir mal unter allgemeine Infos. Unter der Rubrik das Schürf schmieden. So, da steht drin, um eine Waffe zu schmieden. Zack, für ein einfaches Schwert. Ich bin in der Lage, einfach eine Amulette. Ich kann jetzt meine Rüstung, Roben, Werkbank verbessern. Zap, das war das. Gucken wir mal weiter. Tja, leider gab es mir nicht. Also kann ich sie nicht schmieden, weil ich das Rezept nicht im Inventar habe. So meine Vermutung, wie eben schon gesagt. Ja, das haben wir jetzt ausprobiert. Dafür laufe ich jetzt die ganze Zeit mit 2 glühenden Eisen in meiner Buchse rum. Oh, das ist Gothic. Das geht. Ja, dann hatte ich doch in einer Folge mal hier eine kleine Meeresexkursion gemacht. Ich werde mal speichern. Und gucken wir mal. Wir sind ja nur kurz getaucht, deswegen, weil wir nämlich hier uns haben ablenken lassen von diesem kleinen Schiffchen, welches hier unten ist. Dann können wir mal gucken, wo es hier noch rumgeht. Es geht einmal da zu so einem Wäldchen rum. Oder es geht hier rum. Liegt da noch was? Sieht aus, als läge da noch was. Oder ist das Textur? Nee, das ist bestimmt Textur. Okay. Ich werde erstmal in die Richtung. Um mal zu sehen, was da ist. Meld mich. Da ist nichts, da ist nur eine unsichtbare Wand. Achtung. So, hier komme ich nicht weiter. Hier, okay. Dann wissen wir, dass wir da nicht rüberkommen. Genau, richtig, wir werden wieder zurückgeschubst. Also, ergo, propergo, geht's dahin. Vielleicht gibt's da was. Gut, also. Das ist hier so ein kleines Wäldchen. Da ist ein Felsen noch da hinten, sehr hoher Felsen. Also ist das neues Gebiet. Ergo, propergo, wo kann ich anlanden? Hier noch nicht, wahrscheinlich erst da hinten. Das wird lustig. Hoffentlich. Ich sollte mal gleich mal gucken, was ich jetzt hier für eine Potenz habe. Also in dem, wie viel Stärke...
wie viel... Ah, hier kann man anlanden. Wie viel Geschick und wie viele Experience Points mir noch fehlen zur nächsten Lernstufe. Also bis zur nächsten Stufe. Okay, gut. Das ist hier so absichtlich gemacht worden. Ergo, propergo. Oh, mache ich auch nochmal eine Speicherung. Bevor wir das machen, gucken wir nochmal. Stufe 80, Kreis 5. 16 Lernpunkte. Naja, und noch zigtausende, bis ich da auf die nächste Stufe komme. Gut, speichern wir mal. Ziehen unsere Rüstung an. Vorsichtshalberweise. Schriften, ja, wieder übersprungen. Schön, aber ich werde, wenn ich hier schon bei Magie bin, nein, hier bei... Na, wo ist es denn jetzt? Genau. Und was ist denn das eigentlich? Ring der Kraft. Gut, den haben wir. Rüstungen, ja, natürlich. Ich lasse mich immer von den Schlüsseln hier so irritieren. So. Aha. Hier, du großer Stein, warum stehst du hier? Ach so, ich muss draufklettern. Gut. Okay. Wie lustig. Haben wir jetzt die Möglichkeit da... Naja, okay. Vielleicht gibt es hier ein bisschen Loot-Kram. Looten, looten. Jep, kurz gespeichert. Jep, ein kleines Wäldchen. Tannenwäldchen. Übrigens habe ich auch Informationen bekommen, wer das alles so wunderbar umgestaltet hat oder gestaltet hat, neu gestaltet hat. Das ist der Karim, der das gemacht hat. Wirklich cool. Okay, da bin ich mal gespannt, was noch so auf uns zukommt. Jetzt mal scouten. Oh, noch nix? Okay. Ich möchte mal wissen, was hier in diesem schmalen Waldstück sich so verbirgt. Seraphis. Oh, Seraphis ist sehr, sehr selten. Mir aufgefallen. Ja. Vielleicht geht es hier ein bisschen nochmal Blauflieder. Ja, schön. Okay, ganz genau angucken und vorsichtig angucken. Nur nicht vom Geschwindigkeitsring verleiten lassen. Stopp, da habe ich was gehört. Pestratte. Sind das eventuell Vorboten für was Gefährlicheres? Kann ja sein. Weiß es. Eine. Und noch zwei. Komme ich da hin? Na, bin da hingekommen. Okay. Dann hat die Pestratte jetzt ihren Partner. Das machen wir nachher. Gucken wir erstmal, was es hier zu looten gibt. Na, jetzt wird sie nicht mehr angezeigt. Was ist los? Da. Na, schmeckt dein giftiger Kumpel auch gut? Okay. Das ist echt gefährlich hier am Rand. Moment, das war. Ah, da ist die zweite. Es zieht sich aber ganz schön lange. Ich speichere mal. Lassen wir uns mal aus Jux und Dollerei auf die Karte gucken, hier auf der Schatzkarte. Aha. Ja, ja. Jetzt kann man auch die Striche gut deuten. Okay. Sup, 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 sup. Aber bis jetzt noch nichts. Ich kann mir vorstellen, hier muss irgendwo eine Höhle sein.
Riecht das nach Höhle hier irgendwo? Ich weiß es nicht. Heilpflanze. Hier kommt nichts mehr. Ja, da hinten ist noch was. Da hinten zieht sich das noch ein bisschen hin. Ist ja auch, naja, wieder so ein Waldgolem. Das wär's. Jumpscare-mäßig. Okay. Ich sehe noch nichts. Bogenscanner auch noch nicht. Und das sieht jetzt wirklich nach Sackgasse aus. So, bevor irgendwas hier Unerwartetes passiert, speichere ich lieber. Und dann gucken wir mal weiter. Geh mal hier auf Ego-Perspektive. Nee. Hier ist nichts, hier sehen wir nichts. Hier geht's nur steil bergab. Und hier können wir auch bestimmt nicht hochklettern. Das ist zu hoch. Ja, dann haben wir wohl das kleine Wäldchen hier wohl abgetan. Gucke ich noch mal genauer nach im Off, ob ich hier was an den Felsen übersehen habe. Und ansonsten gehe ich wieder woanders hin. Ja, wieder am Anfang angekommen. Hier sind wir hoch. Kann man eventuell hier noch hoch? Gucken. Ja, da ist die ganze Kante hier. Ne, da geht's nicht hoch. Ja, dann hat nur das Sandwäldchen hier mal eben kurz untersucht. Das war das. Jetzt überlege ich mich, wo ich jetzt mich hinbegebe. Ja, ich weiß es. Ich gehe zurück zu Eddie und werde dann irgendwie versuchen, da ihm seine Banditenaxt-Rezeptur abzuluxen. Weil das Ding hat ja ein bisschen mehr Bums und ist ein Einhänder. Okay, bis dann. Bin ja jetzt hier wieder und jetzt ist dieser Bart da. Hey Bart! Jetzt kann ich mich nicht mehr in den Weg stellen. Wieso denn das nicht? Hallo Bart! Ich will den Spruch hören. Nö. Warte mal. Okay. Ja, okay, das war nur ein einmaliges Vergnügen mit ihm. Ja, hätte er sein können, ne? Da war noch was kommt. Aber dieser Gimmick ist gut. Also das Gimmick. Ja, da hinten sind die Peoples. Hier ist Eddie. Mit meiner geschmiedeten, leichten Banditenaxt macht er hier seine Übung. Ich speichere mal ab und versuche mal was. Hat keiner gemerkt, ne? Eddie, hast du was gemerkt? Okay, alles klar, gut. Okay, er zieht dann gleich seine Banditenaxt. Gespeichert habe ich. Und mal gucken, wie die anderen reagieren, wenn ich mal... Weg mit der Waffe! Ja, du! Das wirst du beruhigt. Bin gespannt, was passiert. So. Leichte Banditenaxt und Eddie. So, ist das Ding mit Anleitung Banditenaxt ist mit dabei. Gut. So, jetzt bin ich mal gespannt. Beaufwacht. Wachen Sie auf. Oh, mein Schädel. Ja, gluck, gluck. Okay. Mit üblen Schlägern will ich nichts zu tun haben. Jetzt übt er mit seinem Knüppel weiter. Okay, machen wir mal eben ein Experiment. So, vergessen Spruch. Scheint wohl nicht geklappt zu haben. Scheint doch geklappt zu haben. Alles klar? Ja, die Axt ist genau... Ach, wozu so ein Vergessenspruch
gut sein kann. Jetzt aber, ich mache mal eine Speicherstelle und wage mich jetzt mal zu diesen Leuten hin da hinten. Alle sind so still. Lass mich in Ruhe. Habt ihr denn nicht den Kampf gesehen? Suchst du... Was suchst du hier? Okay. Wunderbar. Klasse. Dann kann ich ja probieren, ob ich jetzt die Banditenaxt hier schmieden kann. Immer noch nicht. Da muss ich wahrscheinlich nochmal das Ding durchlesen. Ich weiß es nicht. Unterschriften war das. Muss man jetzt gucken, wo die ist. Vielleicht ist sie hier gleich wieder oben in der Nähe. Ja. So. Ein Mann, der die Grundsätze des Schmiedens beherrscht, kann eine besondere Axt herstellen. Dazu braucht er 2 Stücke heißes Roheisen, 1 Brocken Erz, 1 Drachen-Snapperhorn und 3x Zähne von Wölfen, Snappern oder ähnlichem Getier. Ach, das muss ich nochmal das muss ich aufschreiben, liebe Leute. So, schwupps. Dann gucken wir mal im Inventar, ob ich denn auch das Zeug alles habe. Da werde ich mal mir einen Überblick von verschaffen. Was haben wir denn schon mal? Ah, ich habe 3 Erzbrocken. Hier gibt es noch rotes Erz. Ist auch goldes Schmiedmaterial. Fragt sich nur für was. Also das haben wir schon mal, das Erzbrockenteil da. Dann 20 Zähne eines Krokodils vorerst noch. Die 2 glühenden Eisen, die habe ich immer noch in der Buchse. Auch 10 eines Sumpfeis haben wir. 54 gewöhnliche Zähne, also an Zähnen mangelt es nicht, ne? Aber wo es hier wohl mangelt, unter Verschiedenes, ist das Drachensnapperhorn. Ansonsten hätte ich alles. Wo kriegt man jetzt Drachensnapperhörner her? Ui, 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 ui. Lederbeutel eben noch geöffnet gehabt. Ja, ja, dann würde ich mal sagen, zurück zur Hafenstadt. Und den Nagur treffen, nicht wahr? Also geht's mal wieder hier runter in die Kanalisation. Wer hat denn mir geschrieben, dass ich auch von Xardas Turm auch oben zur zu diesem Schmugglerhöhlenversteck komme? Müsste ich noch nachgucken. Aber jedenfalls einer von den lieben Freunden hat das geschrieben. Ich könnte darüber auch... Ach, ich mache hier wieder alles sauber. Ich muss mich mal eben reinigen hier. Denn so kann ich doch Nagor nicht unter die Nase treten. Da riecht da was, dass ich gekämpft habe mit Eddie. Nicht wahr? So. Ringaro sitzt hier. Und jetzt einmal links rum, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Da ist er. Genau. Nagur, sag mal was. Da bin ich wieder. Da bin ich wieder. Es ist alles erledigt. Sehr gut. Das wird dem Boss gefallen. Unser Heller hat übrigens Lutheros Schatulle gut verkaufen können. Hier ist dein Anteil. 150 Gold? Okay. Kann ich was für dich tun? Ja, und jetzt kannst du beweisen, dass du einer von uns bist. Lord André soll vom Statthalter einen Brief erhalten haben, der sich auf unsere Gilde bezieht. So viel wir herausgefunden haben, muss sich dieser in seinen Wohnräumen in der Kaserne befinden. Der Boss will wissen, was da drin steht. Bring uns den Brief, am besten so schnell wie möglich. Wenn du erfolgreich bist, winken dir 200 Goldstücke Belohnung. Was soll ich machen? Den lieben André beklauen? Niemals. So, dann muss ich wieder ganz nach oben. Einbruch bei Lord André. Nagur möchte, dass ich Lord Andres Haus einbreche und dort nach einem Schreiben des Statthalters an André suchen, welches sich auf die Diebesgilde bezieht. Kann ich mir gut vorstellen. Dann nochmal Diebesgilde allgemein.
Lager möchte jetzt euer Haus einbrechen. Nach dem Schreiben statt als andere Suche, wer sich auf Liebesgeld bezieht. Soll ich das wirklich tun? Ich werde mir den Brief ansehen. Wenn er nicht wichtig ist, werde ich ihn Nagor geben können. Also von Wambo steht hier noch nichts. Also, dass ich erst zu Wambo gehen sollte und ihm das eventuell berichten. Aber das mache ich, glaube ich, erst später. Weil wenn das hier drin nicht drin steht, dann mache ich das auch nicht. Das ist sowas Beklopptes jetzt aber auch. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. 150 Beuteanteil, die Hälfte wahrscheinlich. Und dann 150, vielleicht hat es 300 eingebracht. War denn das jetzt 300? Gucken wir nochmal nach. Erfüllte Missionen, Bart macht Ärger. Ach Gott, auch mal nachlesen. Da ich dem Schmugglerbart im Weg stand, griff er mich an. Ich werde ihn wohl Manieren beibringen müssen. Ich habe den Schmugglerbart beim Zweikampf besiegt. Jetzt wird mich hoffentlich keiner mehr von den Schmugglern blöd anmachen. Okay. Blutkelche. Ich habe Wayne die 6 Blutkelche übergeben. Schmugglerware. Josh, alles klar, ist neu dazu. Ja, dann war es das. So, und jetzt soll ich zu André irgendwie einen Brief klauen? Wo hat André einen Brief klauen? Hallo Dandolo, hältst du Stellung? Ja, mein Kumpel Dandolo hält noch die Stellung. Das ist gut. Okay. Ja, wo soll ich denn den... Wo willst denn du hin? Der sieht mich und haut ab. Oder haben wir es eine spezielle Uhrzeit? 18 Uhr, okay. Also in seinen Gemächlichkeiten wird das wahrscheinlich sein. Und zwar hier wahrscheinlich drin in der Truhe. Ach ja, speichere ich mal. Oh, guck mal, ob ich hier rein kann. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Für den König. Es ist nämlich unmöglich, seinen Schlüssel zu stehlen. Mhm, okay. Ja, dann mach mal weiter hier deine... weiß nicht, ob ich den Truhenschlüssel... ob ich die Truhe schon geknackt habe. Die hatte ich schon geknackt, okay. Ja, das heißt also, ich müsste ihm den Schlüssel klauen. Erinnern wir uns, wir haben Geschick 179. Ich werde mal sicherheitshalber meinen Geschicklichkeitsring noch zusätzlich anlegen. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so schlecht. Ich habe schon mal einen Ring gefunden. Und zwar der einzige... Mächtige Ring der Geschicklichkeit, den habe ich angelegt. Jetzt nehme ich mal die große Erleuchtung weg und meine noch irgendwie noch ein... Moment mal, wo hat man das gehabt? Geschicklichkeitsbonus, Amulett der Wendigkeit, 10. Jetzt wollen wir mal gucken, wie viel wir dann insgesamt haben. Wow, also mit Geschick 204. Mal gucken, ob das funktioniert. Dazu habe ich jetzt auch wieder die dramatische Musik wieder angemacht. So, André. Hey, du. Schlüssel zu Andres Speicher erhalten. Das ist ja klasse. Das ist ja cool. Hätte das auch mit weniger Geschick gepasst, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde mich mal wieder umschicken. So, dann ist das hier bestimmt sein Speicher. Speicher, das kenne ich noch so auf Dachboden. Genau, jetzt passt. Halleluja! Halleluja! Oh weia, hat er viel Zeug hier. Wow, coole Sache das. Dann hat er hier noch eine gesegnete Erzklinge. Und dann ein Loot-Material sondergleichen und wieder verschiedene Gegenstände. Jetzt hier eventuell noch was in der Ecke gucken. Ja, Roland von innen. Okay, spring mal wieder raus aus der Ecke. So. Wow. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Ja, ich weiß. Ich habe ja hier ein Quick-Loot an. Okay, leeres Blatt, Laborwasserflasche. Noch eine Laborwasserflasche. Leeres Blatt, Mana. Junge. Und noch eine Laborwasserflasche. Noch was hier. Gut, dann werde ich mal hier die Truhe
knacken. Musste wieder die Mucke anmachen, aus und an. Mal gucken. Larios Brief an Lord André. Ein Schreiben des Statthalters Larios an Lord André. Jetzt gucken wir mal. Jetzt gucken wir mal, was da drin steht. So, vorbereitet. Jetzt gucken wir mal, was da drauf steht. Ehrenwerter Lord André, mir ist zu Ohren gekommen, dass die Diebesgilde von Corinis wieder ihr Unwesen treiben soll. Wurde denn nicht die ganze Bande vernichtet? Ihr müsst unbedingt Nachforschungen anstellen, was es mit diesem Gerücht auf sich hat. Sollte die Gilde wieder bestehen, müssen wir sie unbedingt unschädlich machen. Larios, der Statthalter. Jetzt ist die Musik leider wieder aus. Gucken wir mal eben in das Logbuch. Also Moment mal, erstmal gucken. War das hier? Nee, das war hier nicht. Das ist immer blöd. Ja, das könnte es sein. Richtig. Ich habe den Brief des Statthalters Larios an Lord André gefunden, der sich auf die Diebesgilde bezieht. Er scheint aber nicht besonders wichtig zu sein. Mal sehen, was Nagur dazu sagt. Okidoki. Könnten wir später machen, ne? Am nächsten Tag. Okay, ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Einen Eintrag, einen Daumen und dann ist alles wieder gut. Tschüss, bis Karfreitag, ne? Also morgen.